Letzteres dann Kauffolter, Jahresbeste, den haben wir ja eben schon über 1500 Meter gesehen mit seiner Goldmedaille. Der wird hier nicht mehr an der Startlinie stehen. Das wäre dann doch ein bisschen zu viel, aber mit dabei Luca Melser, LT Stoppenberg, Clemens Bauer, TV Waldstraße Wiesbaden, Elias Matthäus, Braunschweiger Laufclub, Benjamin Klonowski, TuS Lichterfelde, Sebastian Lange, VfL Murnau, Levin Saveur, TV Kaufbeuren, Luis Butterwegge, LC Paderborn, Aaron Hermenau, Laufteam Kassel. Dann haben wir Luca Neumeister mit im Feld, WGL Schwäbisch Hall, Luis Pfister, TSV Ottobeuren, Alexander Kempf, LG Stadtwerke München, Luis Feste, LG Teles Finanz Regensburg, Christopher Dahlmeier, LG Stadtwerke Hilden, Lennart Rössler, SC Ostheim Rhön, Luis Decker, Postsportverein Trier, Luke Hühn im Feld mit dabei, VfL Eintracht Hannover, Ben Beilfuß, SCC Berlin, Finn Regina vom TV Wetzlar, Abby Hensken, LC Rehligen, Elias Kohler, TSG Roth und Lenny Friedriebe, LG Olympia Dortmund. Und letzterer, eben der eben genannte Lenny Friedriebe, das ist der zweite der Meldeliste. Und wenn jetzt Tristan Kaufhold wegfällt, ist er der erste der Meldeliste. Sechster der deutschen Jugendhallenmeisterschaften über 1500 Meter. Ist in diesem Jahr schon 8:30:96 gelaufen. Aber auch Elias Kohler, den sollten wir hier definitiv nicht unterschätzen, den bayerischen Meister Outdoor und Indoor, siebter geworden im letzten Jahr. Und während die Jungs hier unterwegs sind, reichen wir einmal nach einen gültigen Versuch über die 2,03 Meter von Julian Pohl. Das ist der erste, der diese Höhe hier überwindet. Alle anderen gehen hier in den zweiten bzw. dritten Versuch. Als nächster an der Reihe Finn Friedrich, WSSV Suhl 1990. Luis Decker über 3000 Meter, der macht hier vorne das Tempo, Postsportverein Trier. Zumindest wenn man das Tempo nennen kann. Die Jungs sind hier nicht allzu flott unterwegs. Das erkennt man immer ganz gut, dass sie da in einem Pulk zusammenlaufen. Und wenn es dann schneller wird, dann fädelt sich das ganz, ganz schnell auf. Hier sind auch viele Positionskämpfe. Laufen da bis auf Bahn 3 raus. Da haben wir eben unter anderem auch Clemens Bauer, TV Waldstraße Wiesbaden gesehen, der auf Bahn 3 rauslaufen musste. So, wir nähern uns der 1000-Meter-Marke. Die ersten 1000 Meter sind gleich gelaufen. So, jetzt geht's. Laufen hier die ersten 1000 Meter in 3:03:44. Und dann Ben Beifuß vom SCC Berlin. Damit wären sie hier über 9 Minuten unterwegs. Und im Hochsprung schauen wir auf Maximilian Grün. Das war der zweite Ungültige über die 2:03. Im nächsten muss es sitzen, ansonsten müssen wir uns auch für den Athleten vom ASC Darmstadt schon verabschieden. Schauen aber zurück auf die Bahn und die 3000 Meter der männlichen Jugend U18. Da hat jetzt Clemens Bauer die Führungsarbeit übernommen vom TV Waldstraße Wiesbaden. Und da der Stolperer. Das passiert natürlich schnell, wenn alle Läufer so dicht beisammen laufen. Da muss man schon sehr konzentriert sein. Gott sei Dank nichts passiert. Mit der 575, das war Elias Matthäus vom Braunschweiger Laufclub, der da gestrauchelt ist. Und der Wiesbadener. Noch 4 Runden müssen die Läufer hier zurücklegen und die scheinen sich da tatsächlich alle so ein bisschen auf ihren Endspurt zu verlassen. Klassisch für eine Meisterschaft, so ein taktisches Rennen. Jetzt der Berliner vom SCC Berlin, Ben Beilfuß, sortiert sich da hinter dem Wiesbadener ein. Und dadurch, dass sie
recht langsam laufen, sind da vorne im Feld natürlich auch Athleten, mit denen man da vorne überhaupt nicht so gerechnet hat. Und da der erste Sturz, das ist natürlich bitter. Das war mit der 899 Luis Decker Post Sportverein, der ja so lange auch das Tempo gemacht hat auf dem ersten Kilometer. Will da jetzt wieder den Anschluss finden, hat ein paar Meter Rückstand, aber das dürfte für ihn bei der Geschwindigkeit hier gar kein Problem sein. Läuft das Loch da peu à peu wieder zu, mit der 352 vorweg. Das ist jetzt Luis Pfister, TSV Otto Beuren. Und wir schauen zurück zum Hochsprung. Das war ein ungültiger Versuch von Frinn Friedrich über die 2 Meter und 3. Das heißt, er ist genauso ausgeschieden wie Jonas Schumann vom Weseler TV. Als nächstes an der Reihe Maximilian Grün, der Letzte, den wir hier über die 2 Meter und 3 sehen werden. Der muss diese Höhe schaffen, wenn er hier nochmal in den Kampf um Gold eingreifen möchte. Jetzt an der Spitze, das ist Luis Pfister, der bayerische Langstreckenmeister. Und wir dürfen gespannt sein, wann das hier richtig abgeht. .334, das ist zumindest schon mal Elias Kuller von der TSG Rot, der sich da vorne einordnet und sich in Position bringt. Der siebte der deutschen U18-Meisterschaften des vergangenen Jahres. Lenny Fredriebe jetzt auch da vorne im Spitzenfeld. Noch zwei Runden zu laufen. Es sind noch 800 Meter und so langsam wird das Tempo ein bisschen schneller. Wir schauen aber auf den letzten Versuch von Maximilian Grün, dem hessischen Meister der Aktiven aus Kassel diesen Jahres. Wenn der hier drin bleiben möchte, muss er überspringen und das schafft er nicht. Damit bleibt es beim dritten Platz für Maximilian Grün und es steht fest, Julian Pohl wird hier deutscher Jugendmeister im Hochsprung der männlichen Jugend U18. Elias Kuller jetzt die Führung übernommen von der TSG Rot, gefolgt von dem Münchner, von Alexander Kempf, LG Stadtwerke München. Der fünfte der deutschen U18-Meisterschaften des letzten Jahres und der versucht da seine Chance zu nutzen, geht mit Elias Kuller. Scheint sich da noch richtig gut zu fühlen. So, jetzt geht's zur Entscheidung. Und so langsam geht es jetzt gleich zur Entscheidung. Auch Elias Matthäus, Braunschweiger Laufclub, der ist da vorne noch mit dabei. Und Lenny Fredriebe, LG Olympia Dortmund, aktuell auf Platz 4. Und es scheint fast so, als könnte er das Tempo da vorne nicht mitgehen. Jetzt ein Quartett vornweg. Das ist Elias Kuller. Vor dem Münchner Alexander Kempf und, jetzt sind vielleicht schon nur noch drei. Und sind das schon die drei Medaillen dem 300 Meter noch für die Spitze. Überraschenden hier vorne. Elias Kuller, TSG Rot an der Spitze. Dahinter Alexander Kempf, LG Stadtwerke München. Elias Matthäus, das sind jetzt die drei vorne. Meter. Und Lenny Fredriebe, der versucht da das Loch wieder zuzumachen, aber das scheint entschieden und jetzt gehen die drei auf die Zielgeraden und da kommt es auf den Schlussspurt an. Wer hat hier noch die meisten Körner von den drei? Der Münchner sieht noch richtig gut aus. Elias Kuller wird da augenscheinlich überspurtet und dann ist es doch tatsächlich mit der 575 Elias Matthäus vom Braunschweiger Laufclub, der sich hier den Titel holt. Was für ein tolles Rennen von Elias Matthäus, der eigentlich ganz, ganz weit hinten in der Meldeliste stand mit 9.07, der hier seine Chance genutzt hat, dass die Jungs so langsam unterwegs waren und sich hier überraschend den Titel holt. 8.47.89, das ist die offizielle Siegerzeit für Elias Matthäus, Braunschweiger Laufclub. Elias Kuller, TSG Rot, wird hier Zweiter, 8.48.72. Und auf dem dritten Platz, da haben wir Alexander Kempf, LG Stadtwerke München. Der holt sich hier Bronze in 8.48.97. Und der Meldeschnellste
Lenny Friedriebe, der ist hier also geschlagen und muss sich letztlich mit der Holzmedaille und 8,53,21 zufrieden geben. Luis Pfister, Fünfter, 8,54,20. Und im Hochsprung, da ist die Entscheidung um Gold, Silber und Bronze unterdessen gefallen. Wir wissen, Maximilian Grün vom ASC Darmstadt gewinnt hier bei den Deutschen Jugendmeisterschaften Bronze. Silber geht an Finn Friedrich, WSSV Suhl 1990 und unser...